Guten Tag und herzlich willkommen hier bei Vadim Chance YouTube-Kanal. Auch heute habe ich ein Orakel für dich, und zwar eine neue Orakelform mit Engelkarten. Was sagen die Engelkarten dir für das kommende Jahr? Sei gespannt und ich würde mich freuen, wenn du das Video auch mal teilst. Also, was erwartet dich in diesem Jahr? Also für die nächsten 12 Monate? Ich habe jetzt einige Karten gezogen aus dem neuen Engel-Orakel. Und die erste Karte ist Abariel, ein Engel der Magie. Also viele magische Momente kommen auf dich zu. Das heißt, du wirst einige Sachen merken, die du vielleicht früher gar nicht bemerkt hast. Du wirst auch Dinge sehen, die du nie gesehen hast. Es wird wie eine Magie aussehen, aber alles ist ein Wunder. Aus das, sage ich jetzt, was du jetzt momentan als Wunder siehst, ist im Grunde genommen, was immer schon vielleicht hier gewesen ist. Und alles, was als Wunder ist, ist nur unsere Grenze, Grenze des Verstehens. Also, dich erwarten viele magische Momente, genieße sie. Die zweite Karte ist der Anauel, ein Engel des Handels und des Reichtums. Dieses Jahr musst du definitiv handeln, damit du zu deinem Reichtum kommst. Es geht nicht nur um Geld, es geht auch mehr um geistigen Reichtum. Also, du kannst dich weiterbilden, du kannst auch natürlich vieles lesen, vieles entwickeln und vielleicht neue Sachen auszuprobieren. Die nächste Karte steht für Chamuel, Engel der Erkenntnis. Du wirst vieles erkennen, auch die richtigen Gesichter deiner Mitmenschen. Und wenn du es erkannt hast, sollst du dich entscheiden, willst du diese Menschen überhaupt noch in deiner Nähe haben oder lieber neue Menschen kennenlernen. Die nächste Karte steht für Favardin, Engel des Monats März und der Spiritualität. Auch das ist dein Jahresthema, auch wenn du jetzt nicht im März geboren bist. Spiritualität liegt dir in der Wiege. Heißt eigentlich, dass du spirituell bist und sollst deine Spiritualität auch nutzen in deinem Alltag. Versuch was Neues oder versuch vielleicht mal mit Orakelformen zu arbeiten. Das wird mich freuen. Und nun kommt die Ergebniskarte für dein Jahr. Der Michael, der Chefengel, Befreier der Gläubigen. Das heißt, wenn du an dich selber glaubst, wirst du auch geführt. Also sei auch dabei. Ich wünsche dir dabei viel, viel Erfolg. Ich bedanke mich bei dir vom Herzen und es wird mich freuen, wenn du das Video auch mit deinen Freunden teilst. Bis zum nächsten Mal, dein Vadim Chance. Ciao.